Gut auszusehen ist heutzutage wichtiger als jemals zuvor. Denn wir leben heutzutage in einer Ära, wo durch Social Media, Online-Jobplattformen oder auch Online-Dating du oftmals nicht mal eine Chance hast, irgendjemanden kennenzulernen oder auch die Chance auf ein Jobinterview zu kriegen, wenn du nicht dementsprechend gut aussiehst, so wie die Gesellschaft das heutzutage will. Auch wenn sich das niemand traut, so direkt zu sagen, ist das einfach die Realität. In diesem Video geht es daher um Fettverlust. Und zwar, wie du 1 Kilo Fett pro Woche verlieren kannst mit dem Ernährungskonzept Wolfsproteinfasten, kurz WPF. Und das heißt so, weil ich Wolf heiße und Proteinfasten, das ist, was wir machen. Und sobald du mit diesem Video durch bist, kannst du sofort anfangen. Du brauchst dafür keinen besonderen Beruf, du musst nicht irgendwie eine besondere Sportart machen und du brauchst auch keine Pillen kaufen, sondern du kannst direkt loslegen und dein Leben verändern. Das Ernährungskonzept WPF habe ich vor 2 Jahren ins Leben gerufen und während am Anfang sich noch einige Leute auf Instagram lustig gemacht haben, ist es heutzutage so, dass es das beliebteste Fettverlustkonzept in Deutschland ist und schon über 500.000 Menschen damit erfolgreich abgenommen haben. Ich möchte aber an der Stelle zu 100% transparent sein und dir auch sagen, dass nur weil all diese Leute damit abgenommen haben, es nicht unbedingt heißt, muss, dass es auch für dich die eine richtige Lösung ist. Denn es ist nun mal so in der Welt, dass es kein Ernährungskonzept gibt, was für jede Person perfekt ist. Das Schöne ist aber auf der anderen Seite, dass es verschiedene Formen gibt und ich mittlerweile schon sehr, sehr, sehr viele Leute erlebt habe, die damit Erfolg haben und du einfach für dich selbst rausfinden kannst, ob es bei dir genauso ist. Das hier zum Beispiel ist Cynthia. Sie hat 12 Kilo in 3 Monaten abgenommen und einmal ihr komplettes Leben verändert. Sie hat mir geschrieben, dass sie davor schon unzählige Diäten versucht hat und erst seitdem sie WPF angefangen und mittlerweile auch einfach durchgezogen hat und das auch bis zum heutigen Tag weiter so macht, endlich den Erfolg hatte, den sie immer haben wollte. Das hier ist Fiona. Sie hat in einem Jahr über 20 Kilo abgenommen, dabei noch Muskulatur aufgebaut und auch ihr komplettes Leben umgekrempelt. Auch sie wurde früher gemobbt, hat gesagt, sie hat es nie einfach, hat gesagt, sie hat davor x andere Diäten versucht und sie hat es trotzdem dann mit WPF geschafft. Und ich habe noch Hunderte, Tausende und mittlerweile weit über 10.000 weitere Transformationen von Hunderttausenden Leuten, die bereit sind, mir diese zu schicken, damit ich sie euch zeigen kann. Wenn du noch mehr sehen willst, schau einfach auf meinem Instagram-Profil da vorbei, da sind noch mehr, aber ich möchte jetzt dazu kommen, wie du das umsetzen kannst. Mein persönliches Problem mit Essen war immer, dass ich Essen sehr liebe. Ich war schon als Kind das dicke Kind, wurde dafür gemobbt und ich habe mit 11 meine erste Diät gemacht und ich weiß, wie schwierig es sein kann, auf leckeres Essen zu verzichten. Deswegen habe ich über 10 Jahre im Binge-Eating verbracht. Das heißt, ich hatte Fressattacken, weil ich immer wieder versucht habe abzunehmen, habe Diäten gemacht, habe es auch geschafft, aber bin dann wieder in den Jojo-Effekt reingerutscht. Und das hier war ich noch vor 2 Jahren, bevor ich WPF eben erfunden habe. Und seitdem ich es angefangen habe, bin ich tatsächlich da nie wieder hingekommen, sondern habe seitdem mein Sixpack für immer gehalten. Und das war für mich ein unglaublich krasser Unterschied. Und jetzt werde ich dir in 5 logischen Schritten einmal komplett erklären, wie das Ganze funktioniert. Und wir fangen an mit der Fettverlustformel bzw. der Logik hinter Fettverlust. Dazu musst du verstehen, ein Abnehmen funktioniert immer über ein Kaloriendefizit. Das wissen erstmal alle. Aber erfolgreicher Fettverlust funktioniert über ein Kaloriendefizit und High Protein. Denn das Kaloriendefizit sorgt dafür, dass dein Körper mehr Energie verbraucht, als du zu dir führst. Das heißt, diese Energie muss er irgendwo herziehen. Das messen wir typischerweise in Kalorien und dann greift er eben auf deine eigenen Körperreserven zurück und baut literally dich ab. Das Problem ist nur, dass wir evolutionsbiologisch darauf ausgelegt sind, dass unser Körper eigentlich unser Körperfett möglichst lange halten will. Denn unser Körperfett ist ja nicht per se was Schlechtes. Es ist eigentlich was sehr Gutes, was dafür gesorgt hat, dass wir es früher geschafft haben, durch Hungersnöte durchzukommen, da wir früher nicht in einer Welt gelebt haben, wo überall Essen war und wir uns wenig bewegt haben, sondern genau das Gegenteil war. Wir mussten uns viel bewegen, um vielleicht mal ein bisschen Essen zu finden. Und deswegen ist unser Körper sehr gut darin geworden, das zu speichern und will das auch möglichst lange halten. Das heißt, wenn wir unserem Körper nicht genügend Protein zuführen, dann denkt er, wir wären in einer Hungersnot und greift tendenziell eher auf unsere Muskulatur zurück. Und das ist irgendwie ziemlich schade. Denn stell dir vor, du rackerst dich ab, du verzichtest auf Nahrung, du machst vielleicht sogar Sport und dann verlierst du am Ende deine Muskulatur. Das ist irgendwie ziemlich doof. Deswegen merkt euch, Kaloriendefizit plus High Protein ist das, was dafür sorgt, dass ihr am Ende Fett verliert. Und ja, das heißt, dass die Waage manchmal langsamer runtergeht, als sie runtergehen könnte, wenn man weniger Protein zu sich führt. Denn wenn ihr Muskulatur verliert, ist es tatsächlich so, dass ihr schneller an Gewicht verliert, weil euer Körper aus der Muskulatur weniger Energie ziehen könnt. Aber deswegen merkt euch einfach, es geht nicht immer nur darum, dass die Waage möglichst schnell nach unten geht. Teilweise wollen wir sogar, dass sie langsamer noch untergeht oder sogar ein bisschen rauf geht, weil wir gleichzeitig Fett verlieren und Muskulatur aufbauen. Aber das sieht dann am Ende auch am besten aus und ist am gesündesten. Dass wir ein Kaloriendefizit erreichen wollen, heißt aber nicht unbedingt, dass wir Kalorien tracken müssen. Und Kalorientracken ist für viele Leute ein Thema, was schwierig verständlich ist. Weil auf der einen Seite ist es unglaublich wertvoll, mal ein paar Tage Kalorien zu zählen, um ein Gefühl für Lebensmittel zu bekommen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel und wie schnell man eigentlich 1600 Kalorien kriegen kann. Ein Burger, eine Cola und eine Pommes bei McDonald's können schon 1600 Kalorien sein. Und das ist das, was die meisten Frauen am Tag essen dürfen, um irgendwie effektiv abzunehmen. Auf der anderen Seite kann ständiges Kalorienzählen und der Fokus nur darauf bis ins kleinste Detail auch einfach zu psychischen Problemen führen. Deswegen habe ich zum Beispiel seit mehreren Jahren keine Kalorien mehr gezählt, aber
aber habe die ganzen Lektionen aus der Vergangenheit natürlich mitgenommen und versuche euch auch zum Beispiel auf meinem Instagram-Kanal gute Richtlinien zu geben, wie ihr Kalorien abschätzen könnt und ein Gefühl dafür für euch zu entwickeln. Das Schöne am WPF ist aber, dass ihr es im Konzept so integriert habt, dass ihr automatisch auf die richtige Kalorienmenge kommt. Die ist bei Frauen wahrscheinlich so circa um die 1600 Kalorien am Tag, wenn man effektiv Fett verlieren möchte. Bei Männern wahrscheinlich eher so um die 2000 Kalorien, wenn wir eben genug auf unsere Bewegung achten, aber da kommen wir später noch alles drauf. Jetzt fragt ihr euch an der Stelle wahrscheinlich, wie kann das sein, dass ganz unterschiedlich Frauentypen oder auch Männer, der eine oder die eine wiegt vielleicht 70 Kilo, die andere 100, die andere 120, wieso sollten die denn alle ca. 1600 Kalorien essen und kommen dann bei einem sehr guten Ergebnis raus? Brauchen die nicht unterschiedliche Kalorienangaben? Nee, eigentlich nicht so wirklich. Denn wenn wir zum Beispiel zwei Frauen nehmen, die eine wiegt 120 Kilo und die andere 70 Kilo und beide essen 1600 Kalorien, dann wird die mit 120 Kilo natürlich ein deutlich höheres Kaloriendefizit haben, weil sie schwerer ist und bei gleicher Bewegung dadurch mehr Kalorien verbraucht, weil sie einfach mehr Gewicht bewegen muss. Das heißt, sie wird schneller abnehmen als die Frau mit 70 Kilo. Aber der Vorteil ist ja auch, dass sie deutlich mehr Körperfett hat und bei Übergewicht ist es tatsächlich so, dass je schneller man aus dem Übergewicht rauskommt, ohne sich natürlich runterzuhungern, desto gesünder ist es und desto motivierter ist man auch. Und je mehr ihr dann abnehmt, desto geringer wird automatisch euer Kaloriendefizit, obwohl ihr die ganze Zeit die gleichen Kalorien esst, weil ihr einfach aufgrund des sinkenden Gewichts weniger Kalorien verbraucht. Und dadurch nehmt ihr dann auch langsamer ab, aber je näher ihr an euer Ziel kommt, desto langsamer wird eben der Fortschritt, aber desto weniger habt ihr ja auch noch zu verlieren und das passt sich automatisch an euren Körper an. Die Frage ist jetzt natürlich noch, okay, was machen wir denn mit dem Protein? Was ist denn die richtige Zahl? Und wenn man in die Wissenschaft guckt, ist das, was die Studienlage sagt, so circa 1,5 mal das Körpergewicht, was man als Minimum für optimale Ergebnisse kriegen sollte. In der Fitnessszene sagen viele Leute 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, auch Dr. Peter Attia oder Dr. Lane Norton sagen, um sicher zu gehen, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass wenn man übergewichtig ist, man jetzt nicht unbedingt 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht essen muss, weil das natürlich auch ein bisschen mit der Muskulatur zusammenhängt und man jetzt nicht wegen des ganzen Körperfetts unbedingt viel mehr Protein braucht, aber ihr könnt es euch ganz einfach machen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, nehmt ihr einfach euer Zielgewicht, was ihr habt, nehmt das mal 2. Das ist die Grammanzahl im Protein, die ihr pro Tag kriegen solltet. Aber das Schöne ist, auch das ist im WPF automatisch mit abgedeckt. Und natürlich noch die Frage, kann man zu viel Protein kriegen? Kann man davon zunehmen? Nein, nicht. Studien zeigen sogar, dass man von Protein von allen Makronährstoffen am wenigsten zunehmen kann, weil Protein quasi nie in Fett eingelagert wird. Und den Nieren kann es auch nicht schaden. Das war ein ewig langer Mythos, den die DGE sogar letztes Jahr endlich mal eingeräumt hat. Bevor wir zum zweiten Schritt kommen, solltet ihr an der Stelle kurz drüber nachdenken, ob es bisher irgendwas gab, was bei euch einen Klickmoment ausgelöst hat. Denn wenn das so ist, dann solltet ihr jetzt dringend meinen Kanal abonnieren, denn ihr seht an den ganzen Erfolgen, dass es wahrscheinlich keine dumme Idee ist, wenn ihr das auch haben wollt. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Schritt. Die Frage, die sich viele Leute stellen, ist natürlich, wie kann es eigentlich sein, dass so viele Leute es erstmal schaffen abzunehmen, aber dann wieder zunehmen, dieser typische Jojo-Effekt, oder teilweise sogar mehr zunehmen, als sie vorher drauf hatten. Und da müssen wir die Logik dahinter verstehen. Denn Jojo-Effekt hat 2 natürliche Gründe. Der erste ist ein rein physiologischer, der zweite ist ein psychologischer. Viele Leute machen den Fehler, wie ich schon anfangs erwähnt habe, dass sie zu wenig Protein in einer Diät kriegen. Dadurch verlieren sie Muskulatur und Muskulaturverlust führt tatsächlich auch beim Körper zu mehr Hunger. Aber viel schlimmer ist eigentlich, dass wenn wir in einer Diät Muskulatur verlieren und dann nach der Diät wieder mehr Kalorien essen, wir nicht direkt diese Muskeln zurückkriegen, sondern wir erstmal wieder mehr Fett aufbauen, weil der Körper, wie ich euch schon erklärt habe, evolutionsbiologisch immer erstmal Fett aufbauen will. Das heißt, am Ende sind wir dann plötzlich in einer Situation drin, wo wir mehr Körperfett haben als vorher bei dem gleichen Körpergewicht und das ist ziemlich doof. Die Basisgrundlage für Jojo-Effekt ist aber eine psychologische Natur und das ist ganz, ganz logisch, denn wie gehen die meisten Leute an eine Diät ran? Die meisten Leute wachen irgendwann auf, meistens nach Weihnachten, sagen, Mist, ich sehe total schrecklich aus, ich muss jetzt dringend was verändern, jetzt ziehe ich mal 3 Wochen durch und ändere meine Ernährung und esse nur noch Salat und Äpfel und das ist dann Blödsinn. Sie nehmen dann sehr, sehr schnell ab, aber sie haben nie gelernt, ihr Leben vorher umzustrukturieren und sie wissen auch von Anfang an, dass sie das, was sie für diese 4 Wochen machen, nicht langfristig durchhalten können. Und egal, welche Diätstrategie ihr wählt, wenn ihr schon von Anfang an wisst, dass ihr das nicht langfristig durchhalten könnt, werdet ihr es nicht langfristig durchhalten und immer Jojo-Effekt haben. Immer. Das ist aber das Geniale am WPF. Denn mein WPF sieht immer gleich aus, egal ob ich gerade abnehmen möchte oder zunehmen. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass ich einfach mehr Eiscreme oder sonstige Lebensmittel dazu esse und mir mehr gönne. Das heißt, mein Tagesablauf, meine Shakes, meine Mahlzeiten, werde ich euch alles erklären, sieht immer gleich aus, egal ob ich gerade Diät mache oder nicht. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass ich dann zum Beispiel abends im Restaurant ein bisschen mehr Pommes dazu bestelle oder auch mir ein bisschen mehr Eiscreme gönne. Und das, wenn ich abnehmen möchte, fällt einfach wieder zum Teil weg. Und so ist aber die Grundstruktur immer gleich.
Bereich und ich hatte seitdem nie wieder Jojo-Effekt. Und das ist auch das, was ganz viele von euch berichten. Kommen wir jetzt endlich zu dem WPF-Prinzip. Und das ist so einfach, wie es eigentlich auch genial ist. Und es basiert im Endeffekt auf einem Intermittent Fasting, was aber nicht mehr die Nachteile vom Intermittent Fasting und nur noch weitere Vorteile hat. Und das erkläre ich mal ganz kurz. Intermittent Fasting ist eins der bekanntesten Diätprinzipien. Das ist aber keine Magie, wie das funktioniert, sondern es liegt einfach nur daran, dass der Essenszeitraum zeitlich begrenzt wird. Das heißt, wenn ihr vorher zum Beispiel morgens, mittags, abends und noch ein paar Snacks gegessen habt, ist es jetzt halt so, dass ihr fastet und eine Zeit lang nichts esst und dadurch wird ein Kaloriendefizit kreiert. Und ich weiß, es gibt immer Leute, die sagen, ja, aber das Fasten ist doch irgendwie Magie wegen Insulin und Autophagie, das ist völliger Blödsinn. Autophagie, also das Aufräumen von Zellen, ganz simpel gesagt, kommt immer vor, wenn man in Kaloriendefizit ist und der Irrglaube, dass Intermittent Fasting automatisch irgendwie Autophagie im Körper hervorrufen würde, basiert auf Rattenstudien, die aber auf den Menschen nicht übertragbar sind, weil ein Zeitraum von 8 Stunden Fasten bei Ratten bei Menschen dann mehrere Wochen wären und keiner fastet im Intermittent Fasting mehrere Wochen, also können wir das beiseite lassen. So, aber was heißt das jetzt eigentlich? Intermittent Fasting hat einen großen Vorteil, dass wir einfach die Zeit komprimieren, in der wir essen und dadurch weniger Kalorien zu uns führen und meistens auch noch besser gesättigt sind. Aber Intermittent Fasting hat auch 2 entscheidende Nachteile. Den einen Nachteil hat Dr. Peter Attia zum Beispiel sehr, sehr gut schon erklärt, denn er liegt einfach daran, dass die meisten Leute, wenn sie Intermittent Fasting machen, Probleme haben, auf genügend Protein zu kommen und dadurch auch vermehrt Muskeln verlieren und das ist schlecht. Der zweite Vorteil ist für mich einer, den ich immer wieder bemerkt habe. Und zwar, wenn ich Intermittent Fasting gemacht habe, habe ich zwar gut abgenommen, aber immer wenn der Zeitpunkt kam, wo ich dann endlich am Tag essen durfte, hatte ich so krassen Heißhunger durch die lange Fastenphase, dass ich teilweise extreme Heißhungerausbrüche hatte und dann auch unglaublich viel gegessen habe. Und das war für mich eben das große Problem immer beim Intermittent Fasting. Und jetzt gibt es aber eine geniale und einfache Art und Weise, wie Wolfsproteinfasten das löst. Denn Wolfsproteinfasten ist einfach Intermittent Fasting plus Proteinshakes. Denn Proteinshakes haben den Vorteil, dass sie unserem Körper Protein liefern und dadurch unserem Körper zeigen, dass er nicht in einer Hungersnot ist, gleichzeitig durch die Flüssigkeitsmenge auch noch unseren Magen füllen und unglaublich wenige Kalorien haben. Und wenn ihr die richtigen Proteinshakes wählt, können sie euch sogar sehr gut sättigen und befriedigen. Vor allen Dingen welche mit Stückchen kann man dann gut drauf rumkauen, aber das ist nochmal ein anderes Thema, da kommen wir später zu. Das ist das Prinzip hinter Wolfsproteinfasten, dass wir ein Intermittent Fasting haben plus Proteinshakes, das man aber auch übertragen kann auf die Grundprinzipien und sagen kann, wir haben eine kleine, eine große Mahlzeit und 2 Proteinshakes. Die kleine Mahlzeit bezieht sich dabei nicht darauf, dass sie unbedingt klein vom Volumen sein muss. Ganz im Gegenteil, man kann sehr, sehr viel aus Kalorien rausholen, aber sie sollte unter 450 Kalorien sein, bei Frauen. Die große Mahlzeit sollte unter 750 Kalorien sein. So kommt man dann mit den Proteinshakes perfekt darauf, dass man eine optimale Proteinmenge und auch noch eine optimale Kalorienmenge für den Tag hat. Und ich habe natürlich auch viele Beispielrezepte. Ich werde euch in die Beschreibung auch noch verschiedene Beispielrezepte verlinken. Da könnt ihr sowohl für die kleine Mahlzeit als auch für die große Mahlzeit einfach auf ein paar Instagram-Reels von mir klicken, die 1:1 nachmachen und schon seid ihr sorted. Und das Schöne an dieser Struktur, wenn ihr daran denkt, dass ihr einfach diese 2 Mahlzeiten und die 2 Proteinshakes habt, ist, dass ihr niemals am Tag hungern müsst und auf der anderen Seite eine klare Struktur habt, die euch Sicherheit gibt, dass ihr im Kaloriendefizit seid, aber auch Flexibilität, sodass sich euer Essen auch an euer Leben anpassen kann. Kleines Beispiel. Es gibt verschiedene WPF-Formen. Ihr könnt zum Beispiel die Standardform machen, die mache ich an den meisten Tagen. Das heißt, wir haben die 2 Shakes am Vormittag, dann die kleine, dann die große Mahlzeit. Ne? Sieht bei mir so aus, dass ich zum Beispiel um 7 Uhr meinen ersten Shake habe, um 10 Uhr meinen zweiten Shake, um 14 Uhr meine kleine Mahlzeit, um 18 Uhr die große, ganz grob. Ihr könnt aber auch eine Mischform machen, wenn ihr zum Beispiel jemand seid, der zum Beispiel gegen 10, 11 Uhr gerne was essen würde. Dann könnt ihr den ersten Shake um 7 Uhr machen, um 10 Uhr die kleine Mahlzeit, am Nachmittag den zweiten Shake und abends die große Mahlzeit. Wenn ihr aber zum Beispiel mal im Urlaub seid und ihr wollt im Hotel frühstücken, könnt ihr die Frühstücksform machen. Das heißt, ihr könnt um 7 Uhr morgens beispielsweise ein kleines Frühstück haben, könnt dann um 10 Uhr einen Shake, um 14 Uhr einen Shake und um 18 Uhr ein Abendessen. Das heißt, ihr habt hier quasi den heiligen Gral, dass ihr eine feste Struktur habt, die euch immer Sicherheit gibt, dass ihr euer Ziel erreicht, aber ihr sie flexibel an euren Alltag anpassen könnt und auch jeden Tag rumswischen könnt. Und ich weiß, es gibt manche Leute, die sagen, ich könnte mir niemals vorstellen, einen Proteinshake zum Frühstück zu trinken. Das würde ich nie aushalten, aber ihr werdet euch wundern, es gibt schon so viele Leute, die mir das gesagt haben, die dann nach 2 Wochen sagen, oh mein Gott, ich habe mir nie vorstellen können, dass das geht. Wieso ist das Ganze so? Wir leben in einer Welt, wo uns durch Marketingmanipulation der Lebensmittelindustrie gesagt wurde, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Das ist übrigens ein Satz, der wurde von Kellogg's ins Leben gerufen. Ihr könnt euch denken, wieso das so ist. Aber das Krasse ist, dass diese Manipulation auch noch funktioniert hat, denn wir gewöhnen unseren Körper daran, wann wir essen. Das heißt, wenn ihr euren Körper daran gewöhnt, jeden Tag zu frühstücken, dann erwartet euer Körper das auch und wenn ihr es nicht macht, dann werdet ihr Hunger haben, weil er eben normalerweise gewöhnt ist, um diese Uhrzeit das Essen zu kriegen. Wenn ihr aber mal 2 Wochen WPF macht und es einfach mal austestet und eurem Körper einfach mal die Freiheit gibt, das zu testen, dann werdet ihr merken, dass ihr unglaublich schnell eine Anpassungsphase habt und dann mehr Energie als vorher. Zumindest ist das das, was extrem viele Leute berichten. Das Ganze war jetzt die Ernährungsgrundlage hinter WPF. Es gibt aber noch ein paar Stoffwechseltricks, die wir quasi anwenden, um noch mehr Erfolg zu kriegen. Denn es ist tatsächlich so, es gibt Menschen, die einen schnelleren und einen langsameren Stoffwechsel haben. Der Grund dafür liegt in unterschiedlicher Organgröße. Und während sich früher viele Leute darüber lustig gemacht haben, wenn jemand
jemand sagt, hey, ich habe einen langsamen Stoffwechsel, hat heute die Datenlage gezeigt, dass es tatsächlich einfach so ist, dass es Leute gibt, bei denen das so ist. Und es ist tatsächlich so, dass wenn zwei Personen das gleiche Körpergewicht haben, es tatsächlich sein kann, dass beide einen Kalorienunterschied von mehreren hundert Kalorien aufgrund der Organgröße am Tag haben können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie findet ihr raus, ob das auf euch zutrifft? Das ist aber ehrlicherweise eigentlich egal, denn wenn ihr einen schnellen Stoffwechsel haben würdet und ihr hättet keine Probleme abzunehmen, dann wüsstet ihr es schon, weil dann würdet ihr wahrscheinlich nicht dieses Video gucken. Also ist das eigentlich egal. Stattdessen können wir uns vielmehr darauf konzentrieren, wie können wir das Ganze aushebeln. Und da gibt es tatsächlich ein paar interessante Tricks. Der erste ist im WPF schon integriert, denn mehr Protein führt automatisch dazu, dass ihr einen höheren Kalorienverbrauch durch die Verdauung habt. Das liegt ganz einfach daran, dass Protein beim Verstoffwechseln durch den sogenannten Thermic Effect of Food 25% seiner enthaltenen Kalorien verbrennt oder verbraucht. Das liegt daran, dass der Körper die Aminosäuren nicht direkt einfach verwerten kann und dafür eben Energie braucht, was dafür sorgt, dass wir effektiv weniger Kalorien aufnehmen. Auf der anderen Seite kann man aber auch mit Trinken einiges erreichen, denn 4 von 10 Frauen in Deutschland trinken weniger als 1,5 Liter am Tag. Das ist nicht nur doof für die Gesundheit, sondern es ist auch noch aus zwei Aspekten für den Fettverlust doof. Der eine ist, dass mehr Trinken auch dazu führt, dass ihr weniger Appetit habt. Das heißt, alleine hier können wir vielleicht so 100, 150 Kalorien am Tag rausholen, wenn wir 2 Liter mehr trinken. Auf der anderen Seite ist es auch noch so, dass mehr Trinken auch den Stoffwechsel erhöht, denn euer Körper verbraucht Energie, um das Wasser durch euren Körper zu metabolisieren und hier können wir bei 2 Liter auch nochmal 100 Kalorien rausholen. Das klingt jetzt vielleicht am Anfang nicht viel, aber 200 Kalorien jeden Tag aufs Jahr sind auch über 10 Kilo Körperfett, einfach nur dadurch an Kalorien, die wir rausholen. Und wenn ihr jetzt noch dafür sorgt, dass ihr eure Alltagsbewegung erhöht und es schafft, jeden Tag auf 10.000 Schritte zu kommen, plus langfristig Krafttraining zu integrieren, werdet ihr euch wundern, wie sehr ihr euren Stoffwechsel und damit einfach den Kalorienverbrauch des Tages verändern könnt. Vor allem Krafttraining ist ein total unterschätztes Tool, denn klar, Krafttraining an sich verbraucht nicht viele Kalorien und Muskeln in Ruhe verbrauchen auch nicht viele Kalorien. Aber Krafttraining sorgt dafür, dass ihr euren Körper formt. Und nicht nur das, es sorgt dafür, dass ihr mehr Muskeln und Knochendichte aufbaut und die verbraucht dann zwar an sich nicht unglaublich viel mehr Kalorien, aber wenn ihr euch bewegt und zum Beispiel eure Alltagsbewegung integriert, Schritte macht, spazieren geht und so weiter, verbraucht ihr durch dieses Mehrgewicht einfach deutlich mehr Kalorien. Deswegen müsst ihr auch so ein bisschen von der Logik wegkommen, dass Gewicht automatisch was Schlechtes ist. Nein, Gewicht ist erstmal neutral, denn Gewicht heißt ja noch gar nichts darüber, ob das Muskulatur, Knochendichte oder Fett ist, denn Gewicht kann auch geil sein, wenn es nämlich welches ist, das zum Beispiel durch Muskulatur und Knochendichte kommt. Und wenn ihr euch an der Stelle fragt, okay, wie kann ich mich denn richtig wiegen, um meinen Fortschritt zu beurteilen, für Frauen einfach nur eine kleine Basis, wiegt euch lieber alle 3 bis 4 Wochen, denn so macht ihr es in dem natürlichen Zyklus eures Körpers und das reicht auch vollkommen aus, um die großen Gewichtsveränderungen im Blick zu halten, denn diese kleinen täglichen Schwankungen aufgrund von eurem Zyklus, Wassereinlagerungen, Salz, Ballaststoffen und so weiter, die können euch sonst verrückt machen. Oder ihr macht es so, dass ihr von jeder Woche einen Durchschnitt nehmt, aber dann auch nur alle 4 Wochen miteinander vergleichen, um eben mit eurem Zyklus und nicht gegen euren Zyklus zu arbeiten. Und der 5. Schritt sind die Produkte, die euch beim Abnehmen helfen können. Und das klingt jetzt erstmal super scammy, weil man denkt sich, hä, Kapseln und sowas können doch nicht beim Abnehmen helfen. Und das stimmt auch, es gibt keine Kapseln, die so wirklich beim Abnehmen helfen können. Und glaub mir, ich habe schon ziemlich viel getestet, weil ich eine ziemlich lange Phase hinter mir habe. Das funktioniert nicht. Aber wir reden von ganz anderen Sachen. Das größte Problem beim Abnehmen ist für viele Leute nämlich der psychologische Verzicht. Das hat auch Dr. Eric Helms bestätigt, der gesagt hat, dass der größte Vorhersagefaktor für Fressattacken tatsächlich das subjektive Gefühl ist, zu verzichten. Und das ist auch ganz logisch, weil wenn wir anfangen, eine Diät zu machen, dann haben wir das Gefühl, wir müssen auf viele leckere Dinge verzichten. Und das macht es uns dann schwer, weil wir zum Beispiel Heißhunger darauf entwickeln und dann zum Beispiel zurückfallen und irgendwie eine Heißhunger- oder Fressattacke haben. Und wenn wir das nicht hätten, wäre es ja plötzlich viel, viel einfacher. Und natürlich gibt es Menschen, denen fällt es super einfach zu verzichten. Mein Vater ist zum Beispiel so jemand, der hat super easy mit sowas. Wenn der weiß, er muss einfach 5 Tage nur Quark essen, dann isst er halt 5 Tage nur Quark. Und das macht ihm absolut nichts aus und ich verstehe nicht, wie das mental geht. Bei mir ist das halt ganz anders. Ich liebe Essen und wenn ich nur das Gefühl habe, dass ich irgendwas Leckeres nicht mehr essen kann, will ich deswegen umso mehr und genau da können eben Produkte helfen, die leckeren Geschmack liefern, aber eben beim Kaloriensparen helfen. Das Erste, was man dafür verstehen muss, ist, dass viele dieser Produkte natürlich Süßstoffe nutzen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo die meisten Leute leider zu uninformiert oder teilweise auch wirklich dumm sind bei diesem Thema. Und das muss man so hart sagen. Deswegen blende ich euch an der Stelle einfach mal einen Ausschnitt von Dr. Stefan Kabisch von der Charité in Berlin ein, der letztens auf einem Podcast mit Alessandro genau darüber geredet hat und ganz simpel eine Sache klargemacht hat, nämlich, dass Süßstoffe nachweislich beim Abnehmen helfen können und man dadurch auch gesünder wird, wenn man dadurch Körperfett verliert. Nehmen die Leute ab, wenn Zucker durch Süßstoffe ausgetauscht werden? Kurze Antwort, ja, die Leute nehmen ab. Dazu gibt es reichlich Studien, die methodisch hochwertig gemacht wurden, randomisiert kontrollierte Studien, bei denen eben die eine Hälfte der Probanden per Zufall zugewiesen wurde zu einer Gruppe, die einen Softdrink mit Zucker bekommen hat und die andere Hälfte hat einen Softdrink mit Süßstoff bekommen. Und in der Süßstoffgruppe nehmen die Leute ab. Das Gewicht ist am Ende bei denen deutlich niedriger als bei denen, die weiterhin
den zuckergesüßten Softdrink getrunken haben. Den Effekt sieht man nach verschiedenen Studiendauern, den sieht man in verschiedenen Ländern, wo die Studien durchgeführt wurden. Man sieht es für verschiedenste Süßstoffe. Der Effekt ist konsistent und immer wieder nachweisbar. Und der zweite Mythos, den viele Leute aufsetzen, ist, dass sie denken, Proteinpulver wäre irgendwas Unnatürliches, weil sie nicht verstehen, dass Proteinpulver einfach quasi getrocknete Milch ist. Und natürlich sollte man sich auch von Fleisch und von Eiern und vielleicht auch von Quark und sowas ernähren, einfach um nochmal andere Nährstoffe reinzukriegen. Aber ein Proteinpulver kann ganz normal ein Teil einer gesunden Ernährung sein, wenn man eben dazu noch genügend Obst, Gemüse und so weiter hat. Denn es gibt komischerweise Leute, die aus Proteinpulver und Obst und Gemüse ein Entweder-Oder machen. Sowas wie, iss doch mal weniger Proteinpulver und dafür mehr Obst und Gemüse, aber das wäre wie zu sagen, naja, hör doch mal auf, dir die Zähne zu putzen und geh dafür lieber öfter duschen. Beides ist kein Entweder-Oder. Man macht einfach beides und beides kann dann Teil einer gesunden Körperroutine oder halt einer gesunden Ernährung sein. Bei mir gibt es ein paar Dinge, die nutze ich jeden Tag, weil sie mir einfach unglaublich helfen. Ich mache nämlich meinen WPF mit den sogenannten Protein Iced Coffees. Das ist ein Eiskaffee und Proteinshake in einer Basis integriert. Ich mische mir den mit ungesüßter Mandelmilch, trinke jeden Tag davon zweimal zwei Portionen mit 700 ml Mandelmilch. Und das Geile ist, ich liebe die Sorte Dark Cookie Crumble. Das scheint auch generell die beliebteste Sorte zu sein, denn alleine im DM werden davon so viel jeden Monat verkauft. Und auch online ist die Sorte immer ausverkauft und immer beliebt. Und das Geile ist, da sind so Stückchen integriert. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe und meinen Shake mache, dann trinke ich das und kaue so ein bisschen auf den Stückchen um und habe dadurch einfach eine unglaubliche Befriedigung. Es gibt auch Leute, die trinken More Clear, es gibt Leute, die trinken More Protein, aber ich nutze fast immer die More Protein Iced Coffees und die nutze ich zweimal am Tag, da immer Dark Cookie Crumble und das liebe ich einfach jetzt mittlerweile seit einem Jahr. Ansonsten gibt es für mich auf der Proteinseite zwei Game Changer. Das eine ist das Protein Porridge, das andere ist das Sahneprotein. Das Protein Porridge mache ich mir jeden Tag als erste Mahlzeit. Ich packe einfach das Protein Porridge, nehme ein bisschen Milchrest Zimt Chunky. Das sorgt einfach dafür, dass ich keinen Zucker brauche, um mir das irgendwie süß anzumischen. Dann mache ich ein paar gebratene Äpfel drauf und irgendwie 300 Gramm Beeren und habe eine unglaublich geile Mahlzeit, wo ich schon 500 Gramm Obst drin habe und eben das Protein Porridge, was mit einer 3er Ballaststoffmatrix auch noch dafür sorgt, dass man extrem gut gesättigt ist und auch noch positiv ist für die Verdauung. Auf der anderen Seite ist das Sahneprotein etwas, was man fast überall integrieren kann. Das heißt, abends machen wir uns oft mal zum Abendessen einfach ein bisschen Kartoffeln mit ein bisschen Gemüse, packen das in eine Pfanne, machen ein bisschen Leitkäse rein, lassen den schmelzen, packen dann Sahneprotein drauf und schon hat man eine High-Protein-Sahnepfanne und eine integrierte Creme Fine in einem Kochprotein und kann sich eben unglaublich viele Kalorien aus Öl, Butter und Fett sparen. Man kann damit sogar Kartoffelpüree machen, man kann damit Pizza machen, Proteinpizza, man kann damit Lasagne machen, man kann damit wirklich alles in der herzhaften Küche machen. Deswegen ist das für mich so ein Game Changer. Und die letzte Sache, die ich eigentlich jeden Tag nutze, ist der Zero, weil ich bin persönlich eine Person, ich vergesse sonst Wasser zu trinken. Ich würde sonst niemals auf meine, ich trinke sogar 5-6 Liter am Tag kommen, weil ich natürlich auch noch Sport mache. Das heißt, ich habe tatsächlich einfach immer ein Zero in der Hosentasche, egal ob ich zu Hause bin oder im Restaurant. Ja, wir nehmen die auch ins Restaurant mit, genauso wie ich auch meine Leitsoßen mit ins Restaurant nehme, weil ich einfach pro Woche 3-4 Mal teilweise in Restaurants bin, irgendwie mit CEOs unterwegs bin, die ich auch für ihre Gesundheit berate und dann macht es einfach Sinn für mich, weil Soßen eine total unterschätzte Kalorienfalle sind und ich dann lieber hin und wieder gerne die Kalorien in Eiscreme investiere. Das bringt mich aber auch zu einem sehr interessanten mentalen Punkt, denn viele Leute bezeichnen das, was wir machen, als unnormal und das stimmt auch tatsächlich, aber das ist etwas, was ihr für euch annehmen müsst, denn normal heißt in unserer Gesellschaft übergewichtig, unglücklich und in einer unzufriedenen Beziehung zu sein. Das heißt, wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr Dinge machen, die unnormal sind. Vor allen Dingen, wenn ihr es einfacher haben möchtet als andere Leute. Klar, es gibt auch Leute, die gehen ins Restaurant und bestellen sich einfach einen Salat ohne Soße und essen den dann, um Kalorien zu sparen. Ich finde das aber ziemlich ungeil, weil ich gutes Essen liebe. Also nehme ich die Leitsoßen mit ins Restaurant, weil ich halt auch nicht die 600 Kalorien aus der Caesar-Soße im Restaurant haben will und habe dafür einen geilen Geschmack im Restaurant und muss mich nicht einschränken und finde mein Leben geil. Und ja, das können viele Leute als unnormal bezeichnen, aber dafür habe ich trotz stressigem Alltag, obwohl ich es mir nicht sonderlich schwierig mache und vielen Restaurantbesuchen, ein Sixpack. Und das ist für mich ehrlicherweise dann ein echt guter Outcome dafür, dass es einfach ein bisschen unnormal ist. Und deswegen müsst ihr einfach euch antrainieren, dass euch solche Sachen egal sind. Denn am Ende sind alle Menschen tot. Und die Freunde in eurem Umfeld, die euch als komisch bezeichnen, die sagen, ihr verändert euch oder sie finden das irgendwie komisch, was ihr macht, das ist okay. Ihr müsst dann deswegen nicht böse zu ihnen sein, aber zieht einfach euren Weg durch. Denn dann werdet ihr solche Ergebnisse kriegen und werdet am Ende dann diejenigen sein, wo eure Freunde herkommen und euch um Hilfe fragen. Denn am Ende wollen alle in unserer Gesellschaft das Gleiche. Alle wollen so aussehen, wie sie gerne hätten. Alle wollen gesund und fit sein, nur die meisten schaffen es eben nicht. Das heißt, ihr könnt dann diejenigen sein, die das vielleicht als erstes in eurem Umfeld schaffen und dann am Ende auch anderen dabei helfen, genauso wie es auch ganz viele anders schon aus unserer Community davor gemacht haben. Ich packe euch in die Beschreibung auch noch einen Link zu einem WPF-Bundle. Das ist aktuell ausverkauft. Je nachdem, wann ihr das Video seht, ist es vielleicht wieder da. Ich habe dafür keinen Rabattcode, aber es gibt ganz viele. Ich verlinke euch einfach den von Tim auch in der Beschreibung. Ich hatte irgendwann einfach keine Lust mehr auf Rabattcodes, deswegen habe ich es gelassen und mache das hier einfach, weil ich Bock drauf habe. Aber den Link findet ihr da. Wenn ihr euch durchtesten wollt, findet ihr da viele Sachen. Ansonsten
Ansonsten findet ihr den Rest sowieso, wenn ihr danach sucht. Es gibt im Internet tausende Berichte. Ich wünsche euch viel Spaß, fangt an und je schneller ihr anfangt, desto schneller werdet ihr euer Leben umkrempeln und wahrscheinlich auch die Erfolge haben, die schon ganz viele Menschen vor euch genau mit diesem System und diesen Tipps hatten. Und bei Fragen könntet ihr in die Kommentare schreiben. Bei dem Video gucke ich immer wieder in die Kommentare oder ihr schreibt mir auf Instagram. Jetzt, tschüss.